Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge Foundation. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich glaube, heute sind wir bei Episode Nummer 13, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Und ich befinde mich langsam im Endspurt. Im Endspurt dahingehend, dass mein Urlaub bald zu Ende ist. Ich nehme diese Folge heute hier am 6.4. auf. Und wenn ich mich in meinem Upload-Kalender nicht ganz verrechnet habe, kommt diese Folge, glaube ich, am 4.5. online. Also so ziemlich genau einen Monat, nachdem ich sie aufgenommen habe. Und in knapp einer Woche kehre ich dann auch schon aus dem Urlaub zurück. Bis dahin kommen noch ein paar Folgen, die ich hoffentlich heute alle an einem Stück aufnehmen kann. Sodass dann mein Foundation-Ablaufplan für den Urlaub schon mal final ist. Und ich mich noch anderen Projekten widmen kann, die ich euch gerne zur Verfügung stellen würde. Aber genug von den Nichtigkeiten, sag ich mal. Hier geht es ja mehr um das Game als um meinen Upload-Plan. Deswegen springen wir direkt mal rein, versuchen noch ein bisschen Progress zu machen. Wir haben hinten ja noch die eine Hütte gebaut. Hier dürfte auch jetzt relativ bald das erste Getreide gesät werden. Wir haben hier hinten noch eine Eisenmine in Betrieb genommen, in die wir noch zwei weitere reinpacken können. Das machen wir auch mal. Wir sind arbeitertechnisch wieder ein bisschen knapp, aber das ist nicht schlimm. Dadurch, dass wir Vollbeschäftigung haben und die Zufriedenheit hoch ist, kriegen wir auch relativ schnell immer wieder neue Einwohner, sodass wir gar nicht lange warten müssen, bis wir damit fertig sind. Die erste Hopfenfarm ist schon fertig, die zweite bald auch und dann auch die Brauerei. Die Brauerei braucht, glaube ich, auch braucht Wasser, oder? Mal kurz schauen. Die braucht natürlich Wasser. Das heißt, wir brauchen hier in unmittelbarer Wurfreichweite auch einen Brunnen. Oh, und ich glaube, die sind hier ein bisschen aufgeschmissen, weil die hier nicht mehr abbauen können. Die Bäume müssen noch weg. Die habe ich doch vorhin gelöscht gehabt. Machen wir die mal wieder hin, damit der Holzfäller hier die letzten fehlenden Bäume noch verschwinden lässt. Das wäre doch ganz nett. Das Abbaugebiet machen wir weg, damit es mich nicht stört am Ende des Tages oder verwirrt. Versuche ich das mal halbwegs sauber zu halten, was ich hier alles markiere. So. Gucken wir mal. Ein paar Leute haben keinen Zugang zur Unterhaltung. Das ist nicht nett. Da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Hier können wir schon mal die Anbaufläche definieren. So, ich nehme das hier einfach mal. Und fahren hier rum. Und er kann gerne auch hier noch, wenn er denn will. So, dann haben wir das schon mal fertig. Jetzt mit dem warten wir, bis wir den Wald da weg haben. Und da haben wir schon wieder zwei neue Einwohner. Was ist hiermit? Ah, wir haben aktuell kein Brot auf Lager und nur ganz wenig Beeren. Was ist mit unseren Beeren los? Wie viele Manuskripte haben wir denn? Zwei erst, okay. Nee, so kommen wir nicht vorwärts. Was ist mit denen? Da ist einer drin. Fisch. Hey, das Edikt habe ich, das Edikte-Ding habe ich doch weggemacht gehabt, oder nicht? Doch, das war weg. Komisch. Ich hätte gedacht, dass wir mit unserem Essen jetzt wieder besser zurechtkommen, aber das sackt dich ja alles ganz schön ab, muss ich sagen. Liegt das daran, dass wir mittlerweile so extrem viele Einwohner haben? Das kann natürlich sein. Okay, die Hütte ist auch voll. Machen wir die auch direkt mal voll. Dürfen wir auf jeden Fall wenigstens das Bärenproblem, glaube ich, in den Griff bekommen. Oh, guckt euch das mal an. Hier sind schon die Dinger von unserer Hopfenplantage. Das sieht wirklich cool aus mit den Wegen dazwischen. Und jetzt warten wir, bis der Wald hier halbwegs weg ist. Und dann machen wir das gleiche hier mit dem auch noch. Aber nicht ganz so ausufernd hier bis an das Gebirge dran, weil wir hier ja noch die Quarzmine in Zukunft dann hinbauen wollen. Ungenügende Unterkünfte? Ja, dann baut euch doch mehr. Also hier gibt es mehr als genug freie Gegenden noch, wo man ein Haus hinsetzen kann, ne? Also, lasst euch nicht aufhalten. Wie sieht's mit den Steuern aus? Ja, doch, der kommt noch gut hinterher. Also aktuell keine Probleme ersichtlich. Ah, er fängt jetzt hier auch endlich an. Wunderbar. So, jetzt gleich kommen... Ah, da kommen schon wieder drei Einwohner. Wunderbar, wunderbar. Aber hier hinten hatte ich doch noch eine Jagdhütte hingesetzt, ne? Ja, okay, doch, der fängt auch an. Ich glaube, damit das mit der Nahrung besser läuft, werde ich früher oder später auch meine ganzen Lagerhäuser, die hier alle nur ein oder null Träger
machen wir da mal gleich einen rein. Eisen, Eisen, Stein, Stein, okay. Die sind nämlich alle noch nicht voll. Hier haben wir noch einen Sammler, wo ist der denn? Ach, da! Nee. Der hat noch keinen. Ach, da war zwei. Okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Potenzial, um Beeren ranzuschaffen. Und natürlich können wir den hier auch einfach erweitern, den Garten, und dadurch auch mehr Beeren bekommen. Wie viele Kräuter haben wir denn? 12 nur. Okay. Alles halb so wild. Kein Zugang zur Unterhaltung. Wieso? Weil ich keinen Beerenschnaps habe? Oder was ist das Problem? Nur doch 6. Aber wir brauchen ja sowieso hier noch eine weitere Taverne. Um die könnten wir uns jetzt auch kümmern. Wisst ihr was, das machen wir auch. Bam, 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 bam. Wo ist denn Unterhaltung? Nahrungsmittel, hier dürfte nicht die Taverne sein. Nee, nee. Da ist die Kirche. Da ist sie auch nicht. So, wo ist meine Taverne? Bam, bam. Hier nicht. Fleischerei, hallo? Nein. Wieso ist die denn hier? Wieso ist die bei Logistik? Okay, das ist ja strange. Setzen wir die hier hinten rein. Fangen wir an mit der Schankstube. Machen wir hier eine längere rein. Ach nein, Quatsch, wartet. Wir können die bessere, die größere bauen. Das machen wir auch. Na, komm, geh ran. Na, können wir das nicht noch? Nee, das geht nur. Aber das muss ja nicht unbedingt gleich hoch sein. Oh, das sieht schön aus. Ein schöner Eingang hier vorne. Oh, das gefällt mir. Das wird, glaube ich, richtig cool aussehen. Noch einen schönen Schornstein dran. Dann haben wir die Schankstube schon mal fertig. Was ist das? Nee. Und jetzt könnten wir hier noch wieder diesen Verbindungskorridor hinsetzen. Dann zum Nachbargebäude. Damit wir quasi ein zusammenhängendes haben. Nee, die verbinden sich nicht anscheinend, aber es sieht auf jeden Fall schöner von außen aus. Und was trotzdem? So, was haben wir hier? Gäste. Eine Gaststube brauchen wir auf jeden Fall. So, setzen wir das hier dran. Na, komm. Hey, bitte mittig. Wieso hat das Ding keinen Eingang, wenn es verbunden ist? Okay, das wird auf jeden Fall ein richtig großer Bau. Haben wir es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber lassen wir mal machen. Und gucken wir mal, ob das nicht was Feines wird am Ende des Tages. Beherbergt Mönche, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. So, die Beeren halten sich, das Brot auch, Fisch auch und Fleisch steigt auch wieder. Okay, also ich glaube, unsere Nahrungsmittelknappheit von Folge 12 oder 13, ich weiß gar nicht, in welcher wir gerade sind jetzt genau, haben wir auf jeden Fall überstanden. Und da kommen auch schon wieder die nächsten zwei Einwohner. So. Ich glaube, das können wir hier ruhig auch schon mal anfangen zu malen. Das, wisst ihr was, wir machen das einfach mal alles hier gänzlich so. Und dann warten wir nur noch darauf, dass der Wald hier verschwindet. Da können wir ruhig bis hierhin gehen. Das dürfte nicht lange dauern. Ach, wisst ihr was, wir machen das Ganze. Wir können es ja anpassen, wenn wir dann die Quarzgrube hier irgendwann wirklich mal anfangen sollten abzubauen. Okay.
Lustig, dass das auch schon aussieht, als würden hier Sachen angepflanzt werden, obwohl wir noch keinen Arbeiter hier im Gebäude drin haben. Getreide ist ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Mehl und Brot nicht so. Ich habe das Gefühl, dass unsere Mühle nicht mehr so hundertprozentig nachkommt. Müssen wir mal gucken, ob wir nicht noch eine zweite bauen müssen. Wobei, wenn wir mit Bier anfangen, sei das ja mal dahingestellt. Und das Bier müssen wir auch noch irgendwo lagern. Das heißt, wir können hier auch noch einen Speicher hinsetzen, den wir mal priorisieren. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr mit Priorisierung arbeiten, weil das Ding wird hier lange dauern, bis es fertig ist. Wir haben aktuell auch nicht so viele Bretter auf Lager, wie man sieht. Steine sind nicht so das Problem, Werkzeuge wird auch ein bisschen dauern und Holz auch nicht so, aber deswegen müssen wir ein bisschen mit Priorisierung arbeiten. So, ich mache hier mal noch jetzt die vier, die ich hatte, packe ich mal kurz in meine Dingens hier rein, damit wir irgendwann demnächst auch mal anfangen können, Leute in den Krieg zu schicken. Wir haben auch jetzt schon einige, die voll ausgebildet sind. Jetzt lassen wir die anderen vier hier auch noch trainieren an ihren Holzpuppen. Das dürfte man noch sehen können. Und wenn die auch ausgebildet sind, dann schicken wir die auf die erste Mission. Wieso hat der kein Schwert in der Hand? Ich habe ihm nur auch eins gegeben. Naja, vielleicht findet er es noch. Okay, hier geht's auch los. Wunderbar. Sehr schön. Okay, das passt alles. Hier oben wird auch gut angebaut. Wie sieht's mit den Ressourcen aus? Wo ist denn Kohle und Eisen? Bin ich blind? Okay, Kohle und Eisen passt. Bärenbräu ist ein bisschen weniger. Wenig. Kann ich da noch einen Brauer? Nee, da können wir keinen Brauer einteilen. Ich könnte natürlich noch eine Kälterei bauen. Wisst ihr was, die setzen wir hier hin. Wir erhöhen mal so ein bisschen den Durchsatz hier. Und bauen das auch. Was fehlt? Ach, ein Kamin, okay. Der ist zwingend erforderlich. Zack. Und dann erhöhen wir unsere Brauerei an Bärenbräu. Auch hier in dem Gebiet noch, damit wir da ein bisschen mit vorwärts kommen. So, was haben wir hier? Keine Arbeiter zugewiesen. Was? Ach, weil wir bei manchen Sachen noch keine haben. Unter anderem hier, weil wir Mönche erst befördern müssen, damit sie hier an den Imkerstuben oder wie auch immer die heißen, arbeiten können. Also geht das nicht ganz so schnell. Er arbeitet und schleift hier Steine, sehr gut. Wäre schön, wenn wir jetzt noch ein paar Leute kriegen, 7 Tage. Wie sieht's mit unseren Soldaten aus? Teilweise ausgebildet. Jetzt können wir mal kurz gucken. Die ist sehr einfach. Unmöglich. Ach so. Ich muss hier alle auswählen, die ich schicken möchte. Erfolgswahrscheinlichkeit maximal. Goldmünzen, Holz, Steinbretter, Werkzeuge. Ab geht die Post. Sie gehen los. Mal gucken, wann sie wieder zurückkommen. Auf jeden Fall dürften sie jetzt gleich losziehen. Sind sie schon unterwegs? Ach guck, da geht's ja sogar schon. Bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt ein positives Ende nimmt und was wir am Ende des Tages dann auch bekommen werden. Ja, ich weiß, dass ihr teilweise keinen Zugang zu Unterhaltung... Oh, guckt euch das an. Jetzt kommen hier auch noch Häuser dazu, wo die große Taverne gebaut wird. Da lassen sich hier auch wieder verstärkt unsere Dorfbewohner nieder. Das freut mich natürlich. Was will er? Nee, können wir gerade nicht. Kein Interesse. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein weiteres Sägewerk. Okay, hier können wir noch einen reinpacken. Weil ich glaube, wir kommen mit unseren Brettern jetzt irgendwann auch nicht mehr hinterher. Bei den ganzen Baustellen, die wir haben. 139, 200 fehlen noch. Das ist echt eine ganz schöne Menge. Von Werkzeug will ich gar nicht mal reden. Okay, jetzt haben wir schon wieder 5 Personen, die nichts zu tun haben. So. Das können wir noch machen. Los geht's. So. Ich glaube, wir könnten das jetzt hier anlaufen lassen. Warum nicht? Wir brauchen einen Gemeinen. Mindestens einen. Den packen wir hier rein.
Jetzt packen wir einen hier rein. Oh, wieso war da schon einer drin? Hä? Zwei von drei? Teilen die sich die Arbeitskraft? Das geht doch gar nicht. Ach, null. Das war mein Fehler. Ich hatte zweimal das gleiche angelegt. Packen wir in die andere auch zwei rein. Sind wir zwar wieder bei null, aber dann tun die hier wenigstens mal was. Und wir kriegen unser Hopfen endlich. So, hier. Hopfen und Hopfen und bam, 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 Bier und Bier. Dürfte sich auch jetzt einiges ansammeln, dadurch, dass es mit Sicherheit noch mindestens eine ganze Folge bestimmt dauern wird, bis unsere Taverne hier fertig ist. Ich glaube, das wird sich nicht ganz so schnell erledigen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. So, jetzt können wir mal ganz kurz was nachschauen. Dekoration. Okay, der sieht ja gar nicht so schlecht aus. Testen wir das mal. Ach, die sind ja am Anfang so klein, ne? Das nervt mich. Wir pflanzen hier mal eine Handvoll hin. Die sind natürlich jetzt nicht perfekt angeordnet, ne? Ist alles so ein bisschen freihändig. Aber schauen wir mal, ob das am Ende schön aussieht, wenn die groß geworden sind. Wir testen es erstmal nur mit der einen Reihe. Und dann machen wir das gegebenenfalls hier noch weiter in Teilen. Gucken wir uns das mal an. Und da warten wir aber kurz. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet der Baum denn? 20? Okay, ist also nicht kostenlos. So, die Mönche sind schon da und sind zufrieden. Das gefällt mir natürlich. Okay, hier geht's los. Getreide haben wir echt viel. Hopfen auch schon 40. Und Bier, okay, 50, aber die hat natürlich auch geschenkt bekommen. Packen wir da mal zwei Träger rein. Sonst kommen die Sachen nämlich auch nicht im Lager an. Wie sieht's hier aus? Ja, ein bisschen Eisen haben wir. Oder was heißt ein bisschen? Wir haben schon ein bisschen was auf der hohen Kante. Wir müssen uns da so keine Gedanken machen. Was will er? Weizen an ein Kloster liefern. Nee. Noch einer, was will er? Nein. Die Angebote nehmen wir momentan mal nicht an. Wir sind hier bei manchen Sachen einfach immer noch zu schwach auf der Brust, als dass wir uns das erlauben können. Was ich hier gerne noch hinstellen möchte, ist eine weitere Fischerbude. Falls wir merken, dass unser Fisch doch anfängt abzusacken, dass wir dagegen steuern können. Ah, ich habe hier keine Anzeige, wie lange die noch weg sind. Schade. Aber unsere Taverne nimmt langsam Form an, das gefällt mir. Und mittlerweile sind die meisten Materialien sogar ganz gut vorhanden. Das gefällt mir. Und Bier steigt auch. Wir sind schon bei 56 Einheiten. Wir hatten vorhin 50. Wunderbar. Das heißt, hier ist auch alles vorhanden. Okay, das ist doch schon mal super. So, keine Arbeiter zur Verfügung. Was fehlt denn? Unterkunft und Waren. Wir haben hier Kleidung, wir haben Haushaltswaren. Ich weiß nicht, was die haben. Und hier hinten haben wir doch auch Haushaltswaren. Nee, aber Kleidung. Komisch. Nee. Die Quests lehnen wir momentan erstmal rigoros ab, weil ich da keine Verpflichtung eingehen möchte, von denen ich sicher bin, dass ich sie ohne ein gewisses Maß an Mühe sowieso nicht erfüllen kann. Das finde ich irgendwie ein bisschen Quatsch, muss ich sagen. Aber die Stadt gefällt mir. Die wächst schon echt gut. So, die nächsten drei. Nee, sogar vier. Jetzt sind wir schon bei 162. Guckt euch das mal an. Das ist schon echt eine Menge. Was hat er gefunden? Marmor, okay. Das ist cool. Da haben wir auf echt viel Zugriff bekommen hier. Haben wir noch was, was in der Nähe ist? Wir gucken mal nach. Also etwas, was in unmittelbarer Nähe ist. Das hier. Das nicht. Aber das. Das haben wir hier. Da haben wir Gold und dann kriegen wir noch eins. Und unsere Bäume wachsen hier auch schon. Doch, das sieht gut aus.
Ich glaube, das werden wir. Ich weiß nicht, ob ich es in der Folge mache. Oder ob wir immer mal so ein bisschen machen. Aber ich glaube, das könnte wirklich gut aussehen. Wenn die ganz groß sind. Ja, doch, das gefällt mir. Das machen wir. Soll ja auch schön aussehen am Ende des Tages. Und ich würde sagen, nach 20 Minuten der endlich laufenden Bierproduktion unserer neuen Taverne, die hier ganz gut im Bau ist, sind wir an einem guten Punkt angekommen, in die nächste Folge zu springen. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.